meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar ziehen wir heute Jane um und ich habe eine Frage gestellt bekommen, die wollte ich euch heute beantworten. Viel Spaß! Ja, der Jane bekommt heute ein Set von Lennox an. Und zwar ist dieses hier. Also im Moment bin ich halt so auf dem Trip, dass ich die Sachen von, also die Babys gerne in größeren Sachen mag und deswegen hat Mel jetzt Jadens Klamotten an und der Jaden bekommt jetzt Lennox Klamotten an. Ich will es einfach mal ausprobieren. Anna hat ja immer noch einen Schlafanzug. Ja. Und wir werden jetzt einfach mal ausziehen. Ja, die Frage ist, die habe ich ganz oft jetzt gehört unter meinem Baustellen-Vlog. Und den ersten verlinke ich euch gerne in der Infobox, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Warum nehme ich nicht ein von meinen beiden Zimmern als reines Babyzimmer? So, das kann man so beantworten, dass zum Beispiel in das vordere Zimmer, also wo jetzt die Babys hin sollen, in eine kleine Ecke, passt nicht mein großes Bett rein. Also viele haben halt zum Beispiel gesagt, ja, du könntest doch hinten einfach ein Babyzimmer draus machen. Das war auch von Anfang an meine Idee und ich wollte es auch. Aber, wie gesagt, passt halt mein Bett nicht vorne rein. Und somit habe ich dann einfach keine Möglichkeit irgendwie zu schlafen irgendwo. Weil mein Bett halt nicht reinpasst, weil mein Bett halt so groß ist. Ich habe 1,80 x 2 Meter Bett. Das ist schon groß und deswegen, ja, geht es nicht. Also wenn, dann könnte ich nur das vordere Zimmer als Babyzimmer machen. Das Problem dabei ist aber auch dann, dass ich keinen weiteren Stellplatz habe für mich. Also das heißt, in das hintere Zimmer, das sind glaube ich 10 Quadratmeter oder so, da passt ja nichts von mir rein. Also klar, ich brauche jetzt nicht mehr viel, weil mein Kleiderschrank ist jetzt ein begehbarer Kleiderschrank und so, aber ich würde halt vorne schon gerne irgendwie ein Regal für mich hinstellen und irgendwas anderes. Also ich würde halt schon gern irgendwie noch ein bisschen Platz haben, um irgendwas hinzustellen. Und ja, also klar, ich hätte super gerne ein eigenes Zimmer für die Kleinen. Und ich wäre auch direkt, ich hätte es auch locker gemacht, hätte ich den Platz dafür gehabt. Aber die Kleinen haben nun mal auch nicht so viele Sachen bei mir. Sie haben jetzt den Kinderwagen, der wird unten stehen bleiben. Das Bett und den Wickeltisch hier. Und dann brauchen sie meiner Meinung nach kein eigenes Zimmer. Klar, ich hätte es gerne. Und so ein Babyzimmer ist einfach ultra toll. Ich beneide alle, die die Chancen haben, ein Babyzimmer zu haben. Und ja, aber ich muss halt jetzt, hinten muss auf jeden Fall mein eigenes Zimmer, mein Schlafzimmer hin, wegen meinem Bett. Und vorne hätte ich halt schon gern irgendwie noch ein bisschen Platz für mich, weil es hinten reicht mir irgendwie alles nicht. Das ist irgendwie ein bisschen, nee, das reicht mir nicht. Und ja, deswegen ist es eigentlich so, wie es ist jetzt, dass die Babys einfach vorne eine kleine Ecke bekommen. Und ich halt hinten meinen Bereich habe, was ich finde aber auch reicht. Ich meine, die Kleinen haben jetzt hier viel weniger Platz, als sie da haben werden. Und ich finde, das ist dann schon gut. Was ich noch habe als Wunsch, ist auf jeden Fall ein Kleiderschrank für die Kleinen. Weil ich liebe es, wenn Babysachen auf Kleiderbügel aufgehängt sind. Ich finde das so toll und deswegen möchte ich das auf jeden Fall haben. Wenn ich dann den Platz habe, irgendwann nachher. Und ja, das möchte ich auf jeden Fall. Aber was da sonst noch alles kommt, das kann man halt noch nicht sagen. Aber ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Verständnis und versteht das vielleicht. Ich wollte es nicht, weil es schon echt viele Kommentare waren, jedes einzelne beantworten. Und deswegen dachte ich mir, ich mache einfach ein Video, weil ich den kleinen Mann sowieso umziehen wollte. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr weitere Fragen habt zum Haus oder so, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche es alles zu beantworten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!